Was jeder normale Mensch eigentlich schon wusste, ist jetzt praktisch amtlich. Die Linksdemos gegen rechts sind linksextremistisch unterwandert. Ich lese hier eine Meldung der Polizei Aachen. In den vergangenen Tagen haben uns zahlreiche Anfragen und Social-Media-Beiträge zu einem Plakat erreicht, das auf der Antifa-Demonstration am Samstag, 20. Januar 2024 in Aachen gezeigt wurde. Auf diesem Plakat stand die Aufschrift AfDler töten, Nazis abschieben. Eine vorläufige Prüfung durch die Staatsanwalt Aachen hat den Anfangsverdacht einer Straftat entsprechend § 111 Strafgesetzbuch ergeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde bereits gestern, 22. Januar 2024, von der Polizei Aachen eingeleitet. Damit Sie das richtig einordnen können, lese hier kurz den wichtigsten Teil dieses Paragraphen 111 Strafgesetzbuch. Das ist die öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhaltes zu einer rechtswidrigen Tat auffordert, wird wie ein Anstifter bestraft. Und das kann zu einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren fordern. Konkret ging es um ein Plakat, und zwar um ein Banner, was ganz vorne in der Demo war. Und da stand eben diese Sätze, die jetzt beanstanden werden: AfDler töten, Nazis abschieben. Ja, und das ist eben der Beweis, dass eben, ja, der bildliche Beweis, das ist ein Foto, das ist sogar auch in der Zeitung, in der Aachener Zeitung konnte man dieses Foto sehen. Das ist ein Beweis, dass eben diese Linksdemos gegen rechts eben linksextremistisch unterwandert. Sicherlich wird heute in der Tagesschau darüber zu hören sein. Und ich nehme an, der Bundespräsident und auch Bundeskanzler Olaf Scholz werden bald Videos veröffentlichen, wo sie sich von diesen Demos distanzieren.